Hi, ich bin Friederike und heiße dich herzlich willkommen bei einem neuen BookTube-Video. Heute schauen wir uns die Neuerscheinungen für den Monat Mai an. Und da sind ein paar coole dabei, außerdem Bücher, bei denen ich mir doch unsicher bin, und Übersetzungen, also eine coole Mischung. Und schreib unbedingt in die Kommentare, welche Neuerscheinung dich am meisten interessiert, vor allen Dingen, wenn sie nicht im Video vorkam. Gerne alles unten reinschreiben. Ich finde das immer sehr spannend, weil ich ja logischerweise nicht alle Genres abdecke, sondern nur das, was mich tatsächlich interessiert. Und ansonsten lass mir gerne ein Like da, immer gerne ein Abo. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du kein Video mehr. Zum Beispiel nicht am Sonntag, wenn mein Wanderpaket-Update kommt. Oder am Donnerstag meine Quartalsstatistik. So viel vorab. Ich würde sagen, wir starten direkt. Und zwar am 2.5. Da erscheint Happy Place von Emily Henry im Knauer Verlag und wird 12,99 € kosten. In der Geschichte geht es um Harriet und Wynn. Die beiden sind seit dem College ein Traumpaar. Wirklich das perfekte Paar, würde jeder sagen, der die beiden kennt. Und das Ding ist aber, dass die beiden sich seit 6 Monaten getrennt haben. Und jetzt steht die Hochzeit von ihren besten Freunden an. Und da wollen sie natürlich nicht offenlegen, dass sie getrennt sind, denn das würde ja irgendwie den ganzen Vibe kaputt machen. Und gleichzeitig ist es so, dass sie irgendwie Urlaub machen wollen in so einer Waldhütte, und das machen die, glaube ich, jedes Jahr. Und da diese zum Verkauf steht, wird es das letzte Mal sein, dass sie das machen können. Und dementsprechend denken die beiden sich so, hey, wenn wir es eh schon 6 Monate verschwiegen haben, warum dann nicht weiter verschweigen? So schwer kann es doch nicht sein, wenn wir so lange ein Paar waren. Was soll ich sagen? Ich finde das super cool. Ich habe das Buch sogar schon hier tatsächlich. Ich habe es in einer Bloggerbox bekommen, netterweise vom Verlag, und sehr überraschend. Das zeige ich dir dann bei den Neuzugängen für den Monat April, ja, tatsächlich. Und ich finde einfach es mega cool, dass wir hier mal ein Paar haben, was nicht Second Chances im Sinne von, dass man sagt, man hat sich als Jugendliche verliebt und jetzt trennt man sich, beziehungsweise hat sich dann getrennt und jetzt trifft man sich wieder, sondern dass man an sich ein bestehendes Paar hat, was irgendwie sich halt wieder zusammenraufen und die Liebe neu entdecken muss. Finde ich super cool und ich bin sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Und schreib mal, ob du es gerne lesen möchtest. Und dann bleiben wir direkt beim 2.5., denn da erscheint Am Horizont wartet die Sonne von Maike Werkmeister im Goldmann Verlag. Und das Buch wird 12 € kosten. In dem Buch geht es darum, dass die Hamburger Autorin davon überzeugt ist, dass es keine Zufälle gibt, sondern nur Zeichen. Und obwohl sie immer anderen hilft, dabei ihre Orientierung im Leben zu finden, befindet sie sich aktuell in einer Lebenskrise. Ist natürlich alles nicht so einfach, doch dann erhält sie ein Zeichen. Und zwar bekommt sie komischerweise einen Liebesbrief von einem Portugiesen namens Felipe. Und sie denkt sich, nö, ich schick das nicht rum oder schicke das per Post, sondern ich werde persönlich bei dem Empfänger vorbeischauen. Sie reist gemeinsam mit einer Freundin auf eine idyllische Halbinsel in der Nähe von Portugal und möchte eben den Empfänger ausfindig machen. Dabei gerät sie unverhofft in ein Familiendrama, in dem sie gar nicht sein wollte. Und gleichzeitig findet sie etwas, nach dem sie gar nicht gesucht hat. Ich finde, das klingt super cool. Ich finde, das Cover sieht super nach Sommer aus. Ich finde, die Geschichte mit Portugal als Setting grundlegend finde ich super cool. Und ich glaube, das kann richtig, richtig geil werden. Denn was Maike Werkmeister sehr gut kann, ist Szenen. Also sie kann so diese Umgebung richtig toll beschreiben und dass man richtig Bock hat auf dieses Setting. Und dementsprechend finde ich das einfach cool. Also es hat richtig Potenzial, ein super tolles Buch für den Sommer zu sein. Darauf freue ich mich schon sehr und hoffe, das Buch dann zeitnah wirklich lesen zu können. Dann erscheinen einige Bücher am 11.5. Unter anderem Die unerhörte Reise der Familie Lawson von T.J. Klün aus dem Heine Verlag für 16 €. In dem Buch geht es um die Familie Lawson, die in einem Baumhaus wohnt, irgendwo in Wipfeln von Bäumen, und alles ist super idyllisch. Und sie besteht aus Giovanni Lawson, das ist der Vater und ein Roboter, und aus Victor Lawson, das ist der Sohn und ein Mensch. Außerdem haben sie in ihrem Haus noch einen Pflegeroboter mit einem leichten Hang zum Sadismus und einen schüchternen Staubsauger. Was für eine Kombination. Und dann ist es so, dass eines Tages Victor, beziehungsweise ja doch Victor, einen beschädigten Androiden namens Tom im Wald findet und ihn repariert. Dann ist es aber so, dass gleichzeitig auch Giovanni von seiner Vergangenheit eingeholt wird und in die Stadt der elektrischen Träume verschleppt wird, wo er neu programmiert werden soll. Und dann ist es so, dass Victor sich auf die Reise macht, Giovanni zu retten,
Und inmitten widersprüchlicher Gefühle von Verrat und Zuneigung zu Tom muss Victor für sich selbst entscheiden, kann er eine Liebe mit Bedingungen akzeptieren. Wow, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Also grundlegend geht es darum, dass der Sohn Victor hin und her gerissen ist, wahrscheinlich zwischen der Loyalität und Liebe zu seinem Vater, einem Roboter, und einem Androiden namens Tom. Also es scheint ja wieder eine ja queere Geschichte zu sein in gewisser Art und Weise. Gleichzeitig ist eh alles verwirrend an der Geschichte. Ich meine, Robotermensch irgendwo im Baumhaus. Also ich bin extrem gespannt, denn ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird. Und was TJ Klune ja aber an sich immer gut kann und macht, ist ja immer so eine gefühlte Mischung aus bisschen Romance, ein bisschen, keine Ahnung, Gegenwartsliteratur, ich weiß nicht, wie man das nennt, also wie man das übergeordnet nennt, ein bisschen so Fantasy, ohne dass es Fantasy-lastig ist. Also das ist ja absolut verrückt. Ich werde mich drauf einlassen und bin sehr gespannt, ob es mich überzeugen kann. Weiter geht es mit einem Thriller, der ebenfalls am 11.05. erscheint. Und zwar heißt das Buch Wenn sie wüsste, ist von Frieda McFadden. Ich hoffe, so spricht man ihren Namen aus. Falls nicht, I'm sorry. Auch das Buch erscheint im Heine Verlag und wird 16 Euro kosten. Und darin geht es darum, dass Millie ihr Glück kaum fassen kann, als sie von Nina, einer sehr eleganten Frau, die Möglichkeit bekommt, eine Putzstelle anzutreten, bei der sie Kost und Logis mit dazu bekommt. Und als sie dann aber diese Stelle antritt und sie denkt sich, das ist der Jackpot, weil sie gewisse Geheimnisse hat, die eben nicht ans Licht kommen soll, ist es so, dass Nina ihr sehr schnell das Leben zur Hölle macht und ihr wahres Gesicht zeigt. Sie verwüstet die Wohnung, das Haus, und gleichzeitig unterstellt sie Millie Dinge, die Millie einfach nicht getan hat. Und auch die Tochter, die absolut verwöhnt ist, ist einfach nur respektlos Millie gegenüber, aber der attraktive Mann der Familie macht oder ist die einzige nette Person, sagen wir es so. Und das sorgt natürlich dafür, dass mehr und mehr Eifersucht in Nina aufkommt. Die Frage ist jetzt aber, ist Nina einfach so bösartig oder hat sie selber Geheimnisse, die sie verbergen möchte? Ich finde, das klingt irgendwie sehr spannend, weil ich gespannt bin, welche Ausmaße das Ganze annimmt. Also ich finde es irgendwie auch da wieder sehr schwer einzuschätzen, in welche Richtung es jetzt letztendlich gehen wird. Und mal schauen. Mal schauen, was mich da erwarten wird. Und sag mir mal, ob das Buch vielleicht auch auf deiner Liste steht. Wir sind immer noch beim 11.05. und dann erscheint wieder ein Liebesroman. Und zwar Unser Lied für immer von Laia Lewis. Das Buch erscheint im Penguin Verlag und wird 15 Euro kosten. Und darin geht es darum, dass Natalie Musik liebt. Es ist mehr als eine schöne Melodie für sie. Und deswegen spielt sie zweimal die Woche. Musst du kurz nachlesen. Sie spielt zweimal die Woche am Bahnhof und da setzt sie sich ans Klavier und spielt dann einfach Lieder. Und das macht sie vor allen Dingen, weil sie ihrem Mann gedenken möchte, der leider vor 2 Jahren verstorben ist. Und eines Tages findet sie dann in einem Notenkoffer genau die Musikstücke und Noten, die sie eben mit ihrem Mann verbunden hat. Und die Frage ist jetzt, die sie sich stellen muss, sind es Zeichen und Zeichen von ihrem Mann, die er vorher für sie platziert hat, oder steckt was ganz anderes und viel mehr dahinter gleichzeitig? Und dann geht es halt darum, dass das Schicksal oder dass sie sich die Frage stellen muss, ob das Schicksal viel mehr für sie bereithält, als sie im ersten Moment gedacht hat. Das klingt so, als könnte es schon sehr herzzerreißend sein, finde ich. Also wenn es gut umgesetzt ist, dann könnte es sehr, sehr cool sein. Und ich bin wirklich gespannt, ob die Erklärung einfach ist, also wirklich so simpel, oder ob da irgendwas ganz anderes dahinter steckt, auf das man jetzt so einfach vielleicht gar nicht kommen würde. Nun springen wir zum 22.05. und da erscheint ein Buch, auf das ich mich schon lange freue, ohne dass ich überhaupt wusste, dass es erscheint. Naja, und zwar handelt es sich um Morgen mache ich bessere Fehler von Petra Hülsmann. Das Buch erscheint bei Lübbe und wird 13 Euro kosten. Und in der Geschichte geht es darum, dass wir die Protagonistin Ellie haben. Sie ist auf dem Weg zu einer Familienfeier im Allgäu mit ihrer 6-jährigen Tochter Paula und dem chronisch schlecht gelaunten Großonkel Heinz. Dann ist es aber so, dass ein Rechtsanwalt namens Kano ihr $500 bietet, wenn sie ihn umgehend nach München bringt. Und da sie das Geld braucht, nimmt sie diesen Deal an. Sie fahren dann einmal quer durch die Republik und das ist natürlich eine wahre Herausforderung, wenn man diese 4 doch sehr ungleichen Personen sich näher anschaut. Heinz hat an allem etwas auszusetzen, Kano treibt Ellie mit seiner Arroganz zur Weißglut, Murphys Gesetz schlägt erbarmungslos zu und alles geht schief. Wenn sie jemals in München ankommen wollen, dann müssen sie sich zusammenraufen und so manches Vorurteil über Bord werfen. Ellie und Kano, die Chaos Queen und der Paragraphenreiter kommen sich dabei unerwartet näher, als ihnen lieb ist. Ich bin extrem gespannt, denn ich finde, so Roadtrip-Bücher können entweder richtig cool sein
oder eher so lala sein. Und ich hatte halt schon irgendwie beides. Und gleichzeitig bin ich gespannt, ob dann wirklich der Fokus auf diesem Roadtrip liegen wird oder ob es nur ein kleiner Ausschnitt ist und dann, oder ein relativ kleiner Ausschnitt und dann haben wir irgendwie den anderen Handlungsverlauf. Also ich bin sehr gespannt darauf, aber ich mag diese Mischung. Ich mag es, wenn so verschiedene Charaktere aufeinandertreffen und dann irgendwie, obwohl sie so unterschiedlich sind, sich miteinander arrangieren müssen. Und wie gesagt, dadurch, dass das letzte Buch von Petra Hülsmann schon etwas länger her ist, bin ich sehr froh, dass jetzt wieder neuer Stoff kommt, weil ich liebe ihre Bücher. Ich habe sie damals geliebt, ich liebe sie jetzt und da es ja auch neue Auflagen gibt, werde ich mir die wahrscheinlich holen. Naja, Dinge, die ein Book-Nerd macht, die kein anderer versteht. Ist in Ordnung, wir gucken jetzt, was als nächstes kommt. Und zwar kommen wir dann zum 24. Mai. Da erscheint Die Tochter des Dr. Moirot von Silvia Moreno-Garcia. Im Limes Verlag erscheint das Buch und das wird 22 Euro kosten. Das ist übrigens, falls du es nicht am Cover eh schon erkennen kannst, die Autorin von Der mexikanische Fluch. Übrigens ein Buch, was ich an sich interessant finde, aber bei dem ich so ein bisschen die Meinungen abschrecken. Nicht, weil sie besonders schlecht sind, sondern weil sie einfach so, weiß ich nicht, eher tendenziell enttäuscht waren. Also nicht so, dass das Buch schlecht bewertet wurde, sondern sagen wir so 4 Sterne. Aber ich war so, aber bei dem Buch bin ich jetzt sehr gespannt und vielleicht kann ich es dann direkt lesen und kann mir dann selber direkt einen Eindruck bilden, ohne vorher abgeschreckt zu werden. Doch worum geht es hier? Es geht darum, wir befinden uns in Mexiko und zwar Ende des 19. Jahrhunderts. Wir haben Carlota Moirot, sie wächst fern der Zivilisation auf, in einem Dschungel in der Halbinsel, beziehungsweise auf der Halbinsel Yucatan. Und sie ist die Tochter eines begabten Wissenschaftlers. Und er führt geheime Experimente auf seinem Anwesen aus, beziehungsweise durch. Und dann ist es so, dass wir Eduardo Lizalde haben. Er ist der Sohn vom Geldgeber des Dr. Moirot. Und er trifft dort ein, möchte Carlota den Hof machen. Allerdings ist es so, dass man natürlich denkt, das ist jetzt ihre Chance, in die hohe Gesellschaft aufzusteigen. Aber die Labore ihres Vaters sorgen dafür, dass das Ganze etwas schwieriger wird, denn die verstoßen natürlich gegen gewisse Dinge, beziehungsweise es werden Geheimnisse vor allen anderen und wahrscheinlich eben auch dem Geldgeber verborgen. Und das gefährlichste Geheimnis ist dabei Carlota selber. Ich finde, das klingt mal nach was anderem. Und ich finde es irgendwie mega cool. Allein von Mexiko als Setting finde ich richtig cool, weil ich glaube, das hatte ich noch nie. Zumindest nicht so, dass ich mich daran erinnern könnte. Und auch sonst, es klingt einfach mega spannend. Und ich bin gespannt, was Carlota für ein Experiment ist. Also das könnte ja alles sein. Ich bin voll dabei. Ich bin voll dabei und freue mich schon sehr, dieses Buch zu lesen und dir dann mehr dazu sagen zu können. Nun sind wir auch schon bei den Büchern, bei denen ich mir noch unsicher bin, ob ich sie mir zulegen werde oder nicht. Woran es liegt, dazu kommen wir dann immer, nachdem ich sie dir vorgestellt habe. Aber wir starten erstmal. Und zwar starten wir mit dem 17.05., denn da erscheint The Ravenhood Exodus. Das ist das zweite Buch von 3, soweit ich das gesehen habe. Und ich glaube, die gehören alle zusammen. Das Buch ist von Kate Stewart, erscheint im Blanc Valais Verlag und wird 15 Euro kosten. Worum es genau geht, kann ich dir tatsächlich gerade nicht sagen, weil ich dich dann spoilern würde, da die Trilogie zusammengehört. Und bevor wir jetzt dazu kommen, also das ist eher dann nur für dich zur Info, falls du Fan bist. Und bevor wir dazu kommen, kommen wir zu meinem Vielleicht. Denn es ist so, dass ich eigentlich vom ersten Klappentext, vom ersten Buch gesagt habe, nee, finde ich irgendwie langweilig. Ich finde, es klingt so unspektakulär. Und gefühlt jeder, der dieses Buch gelesen hat und vor allen Dingen auch Leute, mit denen ich häufig übereinstimme in meinem Geschmack, waren überrascht. Und ich war so, wenn es so einen Überraschungseffekt hat und vor allen Dingen keiner konnte so richtig sagen, es gehört in das Genre, es gehört in das Genre, es geht in diese Richtung oder in jene Richtung. Und das hat mich ja schon wieder neugierig gemacht. Und ich habe es als E-Book da und werde es eventuell noch im April lesen. Wenn das passieren sollte, dann kann ich natürlich sagen, ich werde es lesen, ich werde es nicht lesen. Und deswegen kommt das Buch erstmal auf den Vielleicht-Stapel. Denn wenn es mich überzeugen kann, werde ich natürlich weiterlesen. Denn dann klingt es einfach so, als wäre es super Unterhaltung und dann bin ich natürlich dabei. Deswegen werde ich dich dahingehend nochmal updaten. Wenn du das Buch schon gelesen hast, also den ersten Band, dann schreib mir mal, bist du Fan oder warst du auch überrascht? Oder sagst du so, nee, das war nicht meins, das war trashig oder keine Ahnung was. Aber wie gesagt, das ist das erste Vielleicht-Buch und dann kommen wir jetzt auch direkt zum zweiten. Und zwar erscheint das Buch am 26.05. im
Löwe Verlag und heißt Die Reisenden der Nacht von Armando Lucas Correa. Und das Buch kostet 22 Euro. Und ich sag schon mal so viel, die Thematik ist irgendwie spannend und eigentlich so gar nicht meins. Doch worum geht es hier? Und zwar 4 Frauen, 4 Generationen und Entscheidungen, die ein Leben prägen und retten. Was, wenn mein Kind nur dann leben kann, wenn ich es weggebe? Die junge Schriftstellerin Ellie steht vor genau dieser Frage. Ihre Tochter Lilith ist hochintelligent, doch Hitlers Rassenideologie spricht Mischlingskindern wie ihr jegliches Existenzrecht ab. Schweren Herzens schickt Ellie sie mit einem jüdischen Ehepaar ins sichere Kuba, während sie selbst zurückbleibt. Jahre später steht Lilith auf Kuba vor derselben Entscheidung, denn ihr Mann Martin wird von den Männern Fidel Castros verfolgt und getötet. Auch sie sieht sich gezwungen, ihre Tochter Nadine in Sicherheit zu bringen. Lange herrscht Schweigen, bis Nadines Tochter Luna es wagt, sich auf die Suche nach ihren Wurzeln zu machen. Was sie über die Geschichte ihrer Familie erfährt, bewegt sie zutiefst. Was soll ich dazu sagen? Das ist eigentlich überhaupt nicht meins grundlegend, weil ich ja Kriegsthematik nicht mag und Hitler ist ja wahrscheinlich Krieg und genauso Fidel Castro auch. Also, beziehungsweise, ja, aber irgendwie klingt es cool. Ich finde das Cover sehr schön, das kommt auch noch hinzu, aber ich finde, irgendwie hat es was. Und es klingt so, als könnte es sehr emotional sein und vielleicht, dadurch, dass der Krieg nicht im Vordergrund steht, hoffe ich zumindest, vielleicht kann es dadurch mich so in das Subgenre oder in diese Richtung einführen. Ich bin noch unsicher, ob ich es haben möchte bzw. ob ich es lesen werde, aber an sich finde ich das schon richtig cool, muss ich sagen. Schwierig. Manchmal ist es wirklich komisch, welche Bücher einen ansprechen, obwohl man eigentlich sagt, so ganz meins ist es nicht, aber über seinen Horizont hinauszuschauen kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Und dann kommen wir jetzt noch zu, ich glaube, ja, zu 3 Übersetzungen, die im Mai erscheinen und die an sich schon cool sind, muss ich sagen. Und ich glaube, lass mich mal kurz, nee, ich wollte gerade sagen, ich habe alle gelesen, aber das stimmt nicht. Ich habe davon 2 schon gelesen und das dritte ist, glaube ich, für einige definitiv sehr cool, kommt am Ende. Wir starten erstmal mit dem 2.5. wieder. Da erscheint XOXO von Eng Xiao, heißt sie, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Das Buch erscheint im Kroku Verlag und wird 16 Euro kosten. In dem Buch geht es um Jenny. Jenny ist ein Cello-Wunderkind und eigentlich ist alles super. Eines Tages trifft sie in der Karaoke-Bar ihres Onkels auf J-Wo, der den Raum, in dem er da ist, nicht freigibt. Und sie denkt sich so, der sieht ja ganz interessant aus und alles. Und die beiden haben so ein, ja, die treffen sich kurz und finden sich ganz gut und so. Und 3 Monate später ist es dann so, dass sie wieder aufeinandertreffen, als Jenny nach Seoul kommt. Und die dann, soweit ich weiß, auf dieselbe Schule gehen. Und es gibt ja da diese Schulen für Talents, also die dann eventuell als K-Pop-Bands durchstarten. Und ich weiß nicht genau, ob sie auf so einer Schule ist, da bin ich mir gerade unsicher. Oder aber, ob es so war, dass die einfach nur da drauf waren, also diese K-Pop-Band, in der eben auch J-Wo ist. Und natürlich macht es das Ganze ein bisschen schwieriger und herausfordernder, weil er sie ganz gut findet, aber er eben auch sehr berühmt ist und so. Und die beiden müssen dann gucken, ob sie eben ihre Liebe durchsetzen können und gleichzeitig, ob sie nicht ihre Ziele dann vielleicht nicht mehr verfolgt und so weiter und so fort. Die Geschichte war sehr süß auf jeden Fall. Es ist wieder so ein typisches Jugendbuch, muss man Bock drauf haben. Ich finde es an sich ganz cool, wie dieses ganze K-Pop-Thema eingebaut war. Ob es so realistisch ist, sei mal dahingestellt. Das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie beurteilen. Aber an sich unterhält die Geschichte gut und vor allen Dingen ist das Cover halt auch schön. Kann man nicht sagen. Es hat jetzt nicht so viel Tiefgang, finde ich persönlich, aber es unterhält auf jeden Fall gut. Das würde ich zusammenfassend zu dem Buch sagen. Vielleicht freust du dich da schon länger drauf oder wolltest es mal auf Englisch lesen und hast dich da nicht getraut oder so. Jetzt weißt du, es erscheint auch auf Deutsch. Und dann kommen wir am 11.05. zu Shatter Me. Ja, das Buch gibt es schon auf Deutsch mit Ich fürchte mich nicht, so habe ich es ja auch gelesen, aber es erscheint jetzt mit dem englischen Cover und anscheinend auch englischen Titel. Und das Buch ist ja von Tahereh Mafi, ich weiß nicht, ob man die Autorin ist es ja, glaube ich, so ausspricht, da bin ich mir gerade echt unsicher. Das Buch erscheint im CBT Verlag für 12 Euro und es geht ja darum, dass wir Juliet als Protagonistin haben. Sie darf niemanden anfassen und wird deswegen isoliert, weil sobald sie jemanden anfasst, dann stirbt diese Person und sie saugt sozusagen das Leben aus. Und deswegen wird sie halt als gefährliche Waffe gesehen, beziehungsweise soll als solche verwendet werden. Und sie möchte das aber auf gar keinen Fall. Sie möchte niemandem schaden und natürlich ist es sehr schwierig, die ganze Zeit in dieser Isolation zu sein. Und eines Tages trifft sie dann auf Adam, der zu ihr in die Zelle kommt und die beiden scheint irgendwas miteinander zu verbinden. Und gleichzeitig haben wir aber auch Ren. Ren ist so der,
Leiter von dem Ort, wo sie ist. Also er möchte sie auch gleichzeitig instrumentalisieren und ist richtig obsessed von ihr. Also wirklich, das ist crazy. Und ja, dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also in Band 1 jetzt ist nicht so viel passiert, finde ich. Ich sehe auch noch nicht ganz den Hype. Aber es gibt ja genug Bände, in denen sich das entwickeln kann. Und im Mai werde ich auch weitermachen mit der Reihe und bin dann mal gespannt, was ich dazu sage. Und wenn du die deutschen Cover bisher nicht so schön fandst, jetzt fange ich an mit den englischen und im Laufe des Jahres gibt es noch weitere Bände und dann wird natürlich auch weiter übersetzt, denn bisher gab es ja nur die ersten drei Bände auf Deutsch. Das einmal für dich zur Info, falls du die Reihe immer schon mal lesen wolltest, aber wie gesagt keinen Bock auf Englisch hattest. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Buch, was übersetzt wird, und zwar am 24.05. erscheint I'm Glad My Mom Died. Ich glaube, der Titel wurde beibehalten von Jeanette McCurdy. Das ist ja Sam aus iCarly. Und das Buch erscheint im Fischer Verlag für 18 Euro. Und soweit ich weiß, redet da einfach die Schauspielerin darüber, wie sie unter ihrer Mutter und dem Druck damals gelitten hat, als sie eben Schauspielerin werden sollte, groß rauskommen sollte und was das mit ihr gemacht hat. Und wie der Titel schon sagt, ist sie froh, dass ihre Mutter gestorben ist und da werden bestimmt einige Insights geteilt. Ich habe jetzt gehört, so aus dem englischsprachigen Raum, also die Leute, die es gelesen haben, fanden sie eigentlich alle echt gut. Ich weiß nicht, ob ich es lesen werde, weil ich weiß nicht, ob es mich so interessiert. Ich bin ja nicht so der Biografieleser, egal in welche Richtung es geht. Aber vielleicht ist es eben für dich interessant. Das waren auf jeden Fall alle Neuerscheinungen im Mai, die mich interessieren oder bei denen ich dachte, es könnte interessant für dich sein. Schreib, wie gesagt, super gerne, auf welche Neuerscheinung du dich am meisten freust und ergänze gerne die Liste, wenn du noch weitere Empfehlungen hast, vielleicht eben auch aus dem Fantasy-Genre. Und ansonsten alle Gedanken, wie immer, in die Kommentare. Lass mir gerne ein Abo da, ein Like und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du keine Videos mehr. Ich freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Bis dann! I'm gonna go get some more.